Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe gerade ein bisschen aufgeregt gequietscht. Das war zum einen dem geschuldet, dass ich jetzt hier weiter aufnehmen kann. Zum anderen, da muss ich hin. Oh, Füße. Oh, was ist denn hier passiert? Die Armen. Zum anderen war es aber auch dem geschuldet, dass meine Stimme gerade so ein bisschen quietschig ist. Weil, wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, die sind hier irgendwie alle verreckt, die Dinge, ne? Kann das sein? Ich habe vergessen, den Weizen wegzutun. Das war ja so klar. Mal gucken, was wir hier für eine Aufgabe haben. Wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, wurde ich mit einem gerade herumwandernden Virus infiziert. Ein Erkältungsvirus, der im Moment überall in den Schulen ist, laut unserem Arzt. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist so eine Schmalzlocke, ein bisschen wie die Schön und das Biest vielleicht. Ah, da müsste man mehr für sehen. Oh, da ist auch noch was. So. Und ich vermute ganz stark, dass ich in ein paar Tagen nämlich gar nicht mehr aufnehmen können werden kann. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend, ja, versuche ich halt so viel wie möglich jetzt von Dreamlight Valley aufzunehmen, damit das auch ja, im Endeffekt jeden Tag hochgeladen werden kann, weil ich bin einfach so versessen darauf, es auch zu spielen. Ja, und ich habe ja schon gesagt in der letzten Folge, wir sprechen jetzt mit Remy. Und wir können nicht sprechen, weil das E jetzt weg ist. Hallo? Da. Hallo! Ist es das? Es ist das einzige Restaurant in diesem Dorf. Aha. Ja. Wow, ich schätze, ich bin nicht mehr in Paris. Versteh mich jetzt nicht falsch. Es gibt hier viel Potenzial. Es braucht nur etwas Liebe. Und vielleicht eine komplette Renovierung. Aber du kannst mir dabei sicher helfen, oder? Auf jeden Fall. Ich liebe Essen. Danke. Es hilft, jemanden zu haben, der, du weißt schon, seine Größe in Meter statt in Zentimeter misst. Groß genug ist, um die oberen Regale zu erreichen. Obwohl, da kann er doch auch. Also, da denke ich mal, da wird er so hochkrabbeln können. Das sind aber beides irgendwie miese Antworten. Ja, genau, aber es hat auch Vorteile, klein zu sein. Zum Beispiel kann ich durch ein Loch in der Wand klettern und die Tür von innen öffnen. Das ist gut. Folge mir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Okay. Soll wohl mal das Cheremie werden. Aber ich glaube, da fehlt noch ein E. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bonjour. So, lass uns über Aromen. Ah, ich habe etwas für dich. Was habe ich denn für ihn? Lieblingsdinge des Tages: Fischsuppe, Knoblauch, Schokowaffeln. Aber Fischsuppe könnte ich theoretisch machen, ne? Steht jetzt ein Stern extra. Kann ich ihm. Also, ich verstehe das jetzt so. Es tut mir leid, ich kann jetzt gerade nicht mit dir reden. Ich muss mal eben was ausprobieren. Ich verstehe es so: Ich mache die Fischsuppe. Und entweder kriegt er dann einen Stern mehr fürs Restaurant, was ich eher nicht glaube. Oder wir kriegen dann irgendwie da. Hallo? Wieso folgst du mir? Und dann auch noch mit diesem irren Blick dabei. Ich meine, hallo? Warum ist der hier? Fischsuppe. Moment. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal, ob ich da jetzt nur den Fisch reingemacht hat oder noch was anderes. Fischsuppe. Fisch, Gemüse. Ach, wir haben keine Milch. Wir haben keine Milch. Ich kann gar nichts machen. War ein guter Gedanke, aber war eine schlechte Umsetzung. Na gut, folge mir zurück zu deinem Restaurant. Remy. Hallo? Ach, da hinten steht er. Bonjour. So, wie läuft es mit neuen Rezepten? Können wir ja mal fragen. Oh! Das musst du probieren. Es ist wirklich ein rauchiger Geschmack. Es ist eher ein Zap-Kabum-Geschmack. Was meinst du? Keine Ahnung, ich habe es ja noch nicht gekostet. Köstlich. Nicht wahr? Nur zu, das ist alles für dich. Habe tägliche Diskussionen. Ach so. Okay.
Dann, ja, ich habe etwas für dich leider nicht. Neugestaltung. Ja, die Tür ist nicht abgeschlossen. Das ist schön. Ach so, ich kann jetzt selber reingehen. Ah, verstehe. Ja. Oh, wen haben wir denn da? Tassilo. Und die Große weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie hieß. Aber ich weiß, der Kleine hieß Tassilo. Haben wir noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Zum Einsammeln. Die sah jetzt so ein bisschen aus wie von Tarzan. Hier ist noch eine Tür. Woanders hin? Oh, das können wir jetzt benutzen. Erstmal gucken. Was will er denn von uns? Und es ist vollkommen leer. Ich schätze, wir sollten mit den Grundlagen beginnen. Als erstes brauchen wir Tische und Stühle. Ich wette, dass Dagobert Duck welche verkauft. Oh nein. Da wir viele davon brauchen werden, hoffe ich mal, dass er uns ein gutes Angebot machen wird. Rieche ich da etwa Rosmarin? Ich nicht. Wo ist er jetzt hin? Ach so, ich dachte, der ist da hoch. Das, was du gerade frisst, ist kein Rosmarin. Das ist Käse. Aber ist okay. Also, kaufe Restaurantmöbel von Dagobert. Gut, ein bisschen Geld haben wir. Da war der Ausgang, ne? Ein bisschen Geld haben wir ja gemacht. Mit viel Glück könnten wir eventuell auch. Unten schon was. Ja, doch, die sind schon durch. Das ist gut. Wie viel? Aber wir haben keine Samen mehr, ne? Können wir denn doch? Wir können aber neue Samen kaufen. Das heißt, wir werden das jetzt einfach tatsächlich mal so machen, dass wir mal eine Runde abernten. Ist jetzt nicht das ganze Feld, aber ist, ich sag mal, da kann man zumindest dann sehen, was so fast eine komplette Runde bringt, wenn wir soweit sind. Ich meine, das ist ja schön, dass da überall dann die Erde rauskommt. Aber ich verstehe irgendwie nicht. Wir haben doch hier unsere Freunde hier, unsere zwei. Mickey war es, glaube ich. Und, nee, Goofy war es nicht. Dagobert war es, genau. Mickey und Dagobert. Das sind doch jetzt unsere Gartenfreunde sozusagen. Müssen die dann immer dabei sein? Aber heißt das dann, ich muss die abholen? Das verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Oh, das hört sich nach einer Erinnerung oder sowas an. Was war denn das jetzt? Hä? Wieso hat das jetzt so geleuchtet? Und dann war es plötzlich weg. Moment, dich sammle ich erstmal eben ein. Ja, Rapunzel, total verföhnt. Sehr geil. So, und machen wir den Rest erstmal. Normalerweise würde ich ja erstmal gucken, ob wir da eventuell jetzt schon was kaufen können oder ob wir noch nicht genug Geld dafür haben. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir das schon mal machen können. Wieso ist das immer da und dann verschwindet das wieder? Kann man das einsammeln? Nee, anscheinend nicht. So schnell kann man gar nicht dahin gehen. Wie viel haben wir denn jetzt? 50. 100, 103. Also würde ich sagen, müssten wir eigentlich zweimal die Samen kaufen. Ne? Zweimal 99 Samen. So, Goofy. Ich habe Arbeit für dich. Hallo, Kumpel. Also, das verkaufen. 4.400 alleine für zwei Sticks. Wirklich? Ach, das war jetzt wieder die fruchtbare Erde. Na gut, komm, das verkaufen wir jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Das können wir sowieso verkaufen. Das war jetzt nur mal ein Test. Ach so, jetzt kann ich das hier nicht. Moment. Wow. Wir haben 4.000 bekommen. Ja. Das ist ungefähr die Hälfte. Also beziehungsweise das Doppelte, wenn man es dann halt verkauft. Bis So. bald. Ja, bis bald. Wir schauen aber vorher nochmal nach, was wir hier drin haben. Grau-weiße Abendhandschuhe. Ah, würden gut zu diesem, ich glaube, blauen Kleid passen, was wir haben. So, dann laufe ich erstmal überall gegen.
ja, das dauert ja wieder ein bisschen länger als dieses Abpflanzen. Baue 5 Gemüse an. Okay, also offensichtlich meinen die damit nicht, dass man verschiedene Gemüse anbauen muss. Was trotzdem irgendwie ein bisschen komisch ist, aber naja. Was ich halt sehr seltsam finde, dass egal was man anpflanzt, es sieht immer aus, als ob das schon total vertrocknet wäre. Was natürlich unlogisch ist, weil eigentlich ist es ja gar nicht drin. Also wenn es jetzt realistischer aussehen sollte, hätten sie es natürlich so machen müssen, dass man zum Beispiel, was weiß ich, schon Möhren sieht, also schon grün sieht, aber das halt noch so ein bisschen nur aus dem Boden ragt. Vielleicht auch eine etwas andere Grünfarbe zum Beispiel. Also nicht so saftig grün, wie es dann am Ende ist. Oh, es war so klar, dass das jetzt kommt. Hallo. Dass man dann halt eben dadurch sieht, dass das bewässert werden muss. Also das wäre, finde ich, die schönere Lösung optisch gewesen. Aber gut, ich meine... Wie geht's dir heute? Ist eine andere Optik, als man vielleicht denken könnte, aber es ist ja trotzdem, es ist ein hammergeiles Spiel, anders kann ich es nicht sagen. Also ich war wirklich selten, sehr, sehr selten von irgendwas so sehr begeistert wie von diesem Spiel. Ganz ehrlich. Teso, mein absolutes Lieblingsspiel, also die Elder Scrolls Online, da geht's nichts drüber. Ich habe immer gesagt, wenn ich mein Leben lang nur noch ein einziges Spiel spielen dürfte, wäre es auf jeden Fall Teso. Ich bin ganz ehrlich mindestens auf Platz 2, wenn nicht sogar irgendwie so als Schrägstrich daneben. Ach, jetzt geht das wieder los. Wäre definitiv dieses Spiel. Also zumindest bisher. Ich weiß jetzt nicht, wie es noch wird oder ob mir das vielleicht irgendwann mal zum Hals raushängt oder so, das Spiel. Aber es ist einfach so genial gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Klar, es sind natürlich Sachen, die einen auch ein bisschen nerven, wie dass das jetzt so lange dauert hier mit den Anpflanzen. Ich meine, wer Farm Together kennt, wird jetzt sich wahrscheinlich wünschen, dass man sich so einen Traktor irgendwann mal holen kann oder mal so einen magischen Traktor bekommt oder so. Genau, ein magischer Traktor, das wäre cool. Wo man dann sagen könnte, okay, ich möchte jetzt automatisch 1 bis 3 Reihen zum Beispiel automatisch gefüllt haben von den und den Samen. Das wäre mega geil. So, okay. Dann haben wir jetzt immer noch... Ah ja, das ist ja 50er Stapel. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da werde ich auf jeden Fall... Ich hoffe, dass ich daran denke, bevor ich das jetzt das nächste Mal aufnehme, dass ich... Ach, da ist schon wieder was zum Ausbuddeln. Nein, ich gehe immer auf die Angel. Ich weiß nicht, was ich immer mit der Angel habe. Ah, sehr schön. Hallo. Ich habe dich gesehen. Ja. So, aufheben, komm. Erschreck nicht das arme Kaninchen. Heb's einfach auf. Das werde ich dann auf jeden Fall noch bis hier unten durchziehen. Das sind, glaube ich, noch 3, vielleicht 4 Reihen, schätzungsweise. Ja, 4 Reihen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die 5. noch dahin kriege. Das müsste ich jetzt mal gucken. Hier oben würde ich dann auch noch mal irgendwie so ein kleines Viereck so bis hier ungefähr ziehen. Ja, entweder das Gleiche anpflanzen, wahrscheinlich das Beste, würde ich sagen. Ach so, ich muss ja noch gießen. Ach, ich bin das hier alles so schön am Erklären und habe dabei total übersehen, dass ich ja noch gießen muss. Das ist natürlich doof. Das ist übrigens was, was ich sehr begrüße, muss ich dazu sagen, die Gießkanne. Weil, ja, die einfach sehr viele Felder auf einmal... Ach, jetzt geht das wieder los. Nein. Kriege ich die Reihe wenigstens noch hin? Ja, wenigstens etwas. Weil die halt, wie gesagt, sehr viele Reihen auf einmal macht. Ich finde es übrigens gut, dass man so schnell hintereinander essen kann. Es gibt ja leider auch Spiele, gerade auch jetzt, ne, so in dieser Art, wo man dann Essen braucht, um wieder Ausdauer zu kriegen und so. Und das dauert dann immer so unheimlich lange, bis die dann auch nur einen lausigen Apfel gegessen haben. Und hier ist das echt geil. Hier macht halt so klick, klick, klick und schon wird es dann komplett voll. So, jetzt sind wir hier auch schon fast durch. Das ist sehr schön. Eigentlich hätte ich das rausschneiden müssen, damit die Folge jetzt nicht so lange ist. Ich gebe es ja zu. Aber ich lasse das jetzt mal drin. Ich bin ja die Meisterin des Überbrückens, weil ich einfach gerne und viel rede.
Es kommt viel Stuss dabei raus, das muss ich ja auch sagen, aber gut, das ist dann halt. Warum kommst du hier mitten auf dem Weg? Was ist das denn bitte? So, Dagobert Duckchen. Nee, aber ich will nicht mit dir reden. Obwohl, will ich mit ihm reden? Er hat aber keine Möbel hier stehen. Na, ich denke mal, ich muss mit ihm reden, oder? Sei gegrüßt, Nachbar. Gut gemacht. Jetzt hast du Geld zum Investieren. Meine 37. Regel für persönliche Finanzangelegenheiten lautet: Die wichtigste Investition, die man tätigen kann, ist in das eigene Heim. Ich habe im Haus einen Aufzug eingebaut, mit dem du die Zimmerverbesserungen erreichen kannst. Wirf einen Blick darauf und investiere ein wenig in die Erweiterung deines Immobilienbesitzes. Freundlichen Dank. Überhaupt nicht das, was ich jetzt wollte. Ist das von Ariel? Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Überhaupt nicht das, was ich wollte, aber... Oh, neue Truhe. Aber geil. Richtig geil. Das Problem ist jetzt nur... Ich soll ja bei ihm eigentlich einkaufen, aber mal ganz ehrlich, den Kram, der jetzt hier so steht, den will man doch nicht irgendwo im Restaurant sehen, oder? Kaufe Restaurantmöbel von Dagobert. Ja, wie soll ich das denn machen? Weil das sind ja keine Restaurantmöbel, die ich hier sehe. Ist da hinten auch noch was drin? Nee, ne? Kann man hier hinten noch weiter? Auch nicht. Kann ich trotzdem mit dir reden? Hallo! Wirtschaftsgrundlagen, ich habe was für dich. Moment, ich habe was für dich? Was haben wir denn da? Ach so, ach, er hätte auch gerne Essen, aber... Aha! Er hätte gerne den glänzenden Granat. Ich würde sagen, ich... schmeiß erstmal meine ganzen Zettel auf den Boden. Alles kein Thema. Glänzender Granat in Rot. So, Dagobert. Das merke ich mir nämlich nicht, bis ich jetzt die ganzen anderen Sachen hier gemacht habe. Gegrillte Gemüseplatte. Okay, Goldklumpen haben wir jetzt natürlich nicht. Aber gegrillte Gemüseplatte... Ich meine, also Gemüse haben wir ja auf jeden Fall. Ich meine, dass wir die theoretisch machen können müssten. Lass uns abhängen. Was ist deine Erfolgsgeschichte? Also, das ist dieses Quatschen. Ach so. Ich bin Dagobert Duck. Ich habe mein Vermögen gemacht, weil ich härter bin als die härtesten und schlauer als die schlausten. Wie hart waren die Härtesten? Och, sie waren wirklich hart. Yukon-Minenarbeiter und Panzerknacker-Banditen. Mhm. Aber ich habe sie alle beim Wandern, Schwimmen und Erforschen übertroffen. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, ich finde es gegrüßt, Nachbar. Blöd, dass man... doch, hier kann man jetzt sehen, wie viel man hat. Also die Hälfte haben wir jetzt. Das können wir mal so ein bisschen im Auge behalten. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Lass uns abhängen, müssten wir dann danach machen. Wir würden gerne was bestellen. Was suchst du? Möbel. Und zwar für ihn. 2000 brauchen wir dafür. Ja, das reicht ja locker. Mach uns ein gutes Angebot. Nicht nur 2000 für zwei Stühle und einen Tisch, bitte. Ach so, braucht er jetzt mehr oder braucht er? Warte mal. Steht jetzt nicht drin, ne? Moment, wir müssen mal eben. Ja? Freundlichen Dank. Mhm. Da steht nur Kaufe. Da steht nur Kaufe Restaurantmöbel. Tja. Hallo. Ich probiere es mal mit einmal aus. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne was bestellen. Immer noch die Möbel. Und für ihn. Wir kaufen jetzt einmal. So. Steht immer noch drin. Kann jetzt aber natürlich sein. Wieso steht jetzt hier 1 von 25? Er will doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich 25 davon kaufe, oder? Das heißt doch nur, dass ich hier 25 mal einkaufen soll, damit irgendwas Schönes passiert oder so. Hoffe ich mal.
Gut, nee, ich will jetzt gerade nichts mehr. Auf Wiedersehen und bis bald. Aber ich befürchte was ganz anderes. Dass das Abhängen, dass wir zu ihm hätten gehen müssen zum Abhängen, damit er uns hilft beim Ernten. Das werde ich jetzt nicht ausprobieren, sondern das werde ich mal ausprobieren, wenn wir tatsächlich ernten. Ach so, da oben stand es übrigens gerade. Bringe Remy den Gegenstand Restaurantmöbelset. Ah, perfekt. Oh, hier ist schon wieder sowas. Diesmal habe ich das Richtige gedrückt. So, das. Ich habe mich jetzt irgendwie verdreht. Da. Es ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Und wir müssen natürlich für Dagobert dann auch gleich noch was machen. Remy? Hallo? Wo bist denn du? Jetzt sag mir nicht, du standst draußen. Ich habe dich nicht gesehen. Remy? Wo ist denn der Kerl? Da unten. Warum ist der denn da unten? Der hat ja in seinem Restaurant auf mich zu warten. Ey, du hohle Frucht. Wo bist denn du? Schnappen wir uns hier die Sachen nochmal eben. Und das auch. So. Die haben ja schöne Sachen da drin, muss man ja schon sagen. War er jetzt ganz unten? Jetzt rennt der wieder hoch. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Remy? Machen wir jetzt hier einen auf Verstecken oder was wird das hier? Jetzt soll er irgendwo hier... Ist der jetzt hier drin? Sieht fast so aus. Ach, das ist ja sein Zuhause. Ja, stimmt. Da ist er drin. Nee, das ist das Restaurant. Jetzt bin ich hier leicht verwirrt. Moment. Wir klauen uns einfach erstmal was. So. Das öffnen wir erstmal. Eine coole Unijacke. Ja, sehr geil. Frage ist, soll ich die... Nein. Geh raus. Ich wollte nur auf alles gehen. Mein Gott. Da ist der Pulli. Und wo ist die Jacke? Die ist hier. Ach, da sieht man jetzt Dagobert Duck drunter. Also grundsätzlich ist es eine sehr geile Jacke, aber Dagobert Duck möchte ich da jetzt nicht unbedingt drunter sehen. Das vielleicht? Das sieht doch schon cool aus. Den Pulli finde ich auch sehr gemütlich und er sieht auch sehr cool aus. Aber... Oder lasse ich den Pulli an? Eigentlich ist der... Ich glaube, ich lasse den Pulli an. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Bleib hier nicht abhauen. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Ja, kein Problem. Ich gebe dir erstmal die Möbel. Hier. Bonjour. Gut, jetzt, wo die Gäste einen Platz zum Sitzen haben, können wir über das Essen nachdenken. Wir brauchen eine gut ausgestattete Küche, wofür ich eine Liste habe. Ich habe immer davon geträumt, mein eigenes Restaurant zu eröffnen. Ich habe Listen gemacht für das, was ich brauche, ständig neue Dinge hinzugefügt und sie verfeinert, wenn mir neue Gerichte einfielen. Diese Listen zur Eröffnung von La Ratatouille zu verwenden, war ein Traum, der sich verwirklicht hat. Gut, dass ich sie behalten habe, oder? Hier, ich übernehme diesen Teil der Liste. Kannst du die andere Hälfte übernehmen? Wenn ich dafür nichts bezahlen muss, mache ich das gerne. Au revoir! Wir brauchen 15 Himbeeren haben wir. Ach so, okay, wir brauchen nur Essen. Ah, okay, das ist gut. Das ist gut, dass wir da alles schon eigentlich zum Kochen ursprünglich. Aber das haben wir zwar nicht alles, aber wir haben ja schon einiges davon. Ach so, das war der. Ich dachte gerade, da ist irgendwas. Okay. Oregano, Karotte. Oregano haben wir, glaube ich, jetzt nicht so viel. Wenn mich nicht alles täuscht. Basilikum. Ach so, hier ist Oregano. Okay, haben wir aber auf jeden Fall genug. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, 15 stand drin. Hoffe ich. Dann mache ich das schon mal weg. Jetzt muss ich aber mal gucken. Nee, 10 sogar nur. 10 Oregano. Dann kann ich den Rest erstmal wieder reintun. Zack. Und so. So. 10 Oregano. Dann brauchen wir noch 15 Karotten und 25 Weizen. 15 Karotten.
Karotten. Ich wollte es eigentlich aufteilen gerade. Jetzt bin ich schneller mit dem Tippen. So. So, 15 Karotten. Das tun wir rüber. Und jetzt habe ich es vergessen. 20 Weizen oder was war das jetzt? Jetzt steht es hier nicht mehr drin. 25 Weizen. Okay. Ich habe das Teil mal auch auf. Tu mal die rüber. Und das ist die Zutatenliste. Das ist okay. Das kommt rüber. Achso, die Bananen, die könnte ich auch direkt mal wegtun hier. Also nicht alles verkaufen, was wir... Achso, ich habe die Äpfel jetzt alle verkauft. Das war jetzt doch irgendwie ein bisschen doof, muss ich sagen. Weil ich jetzt gar keine hier drin habe. Also nächstes Mal die Äpfel nicht alle direkt verkaufen, sondern... Ja. Das haben wir alles soweit drin. Dann können wir hier noch das reintun. Und er wollte... Was haben wir denn hier? Rotes Mineral... Nee, das ist ein normales Granat. Wir brauchen aber den glänzenden Granat. Ah, ich hab's gewusst, ne? Jetzt habe ich extra das verkauft, was teuer war. Ich habe sowas von gewusst, dass wir genau das dann noch gebrauchen werden. Aber ich bin im Leben nicht darauf gekommen, dass wir es für Dagobert gebrauchen werden. Wobei man ja dazu sagen muss, ich hätte es ahnen können, ne? Also, ja. Okay, dann machen wir hier erstmal noch ein bisschen Platz. Indem wir das wegtun und... Wir können jetzt auch erstmal so einen Batzen davon wegtun. Die Möhren, die muss ich ja nachher noch vervollständigen. Das können wir eigentlich auch erstmal so weit wegtun. So, eigentlich ist das ja für die Werkbank, aber egal. Da müssen wir hin. Bist du jetzt da drin oder bist du jetzt da drin? Ich hoffe mal, du bist weiterhin hier. Ah, dann. Hi. Ich komme nur nicht rüber. Musstest du dich gerade da hinstellen. So, einmal alles für dich. Bitteschön. Oregano, Möhre, Beeren und Weizen. Hey, du bist es. Gameplayerin, wir haben alles, was wir zur Eröffnung brauchen. Gehen wir zur Vorderseite des Restaurants und packen wir es an. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja, wir wollen ja gerade zusammen rausgehen. Natürlich sehen wir uns bald. Ich meinte jetzt hier rausgehen, ne? Ja. So. Möchte er jetzt rein? Er möchte mit mir reden. Okay, wir öffnen das Restaurant. Ich bin bereit. Moment, ich muss meine mentale Checkliste nochmal durchgehen. Warte. Haben wir Salz? Habe ich vergessen, Salz zu besorgen? Ohne Salz können wir kein Restaurant eröffnen. Ja, ohne Pfeffer auch nicht. Wir haben Salz. Also ich nicht, aber ich hoffe, er hat Salz. Oh, ist der am Schwitzen? Ach nee, im Moment, er ist nur am Leuchten. Wir haben Salz. Bist du dir sicher? Okay, dann denke ich, dass alles bereit ist. Und los geht's. Das Restaurant Chez Rémy ist jetzt geöffnet. Lass uns hineingehen. Okay, und wir können es auch direkt verbessern. Gut. Oder war was? Na, der erste Kunde ist schon da und möchte Zwiebelbällchen haben. Moment, ich möchte aber mal eben kurz gucken. Da können wir was anklicken. Da. Da. Ich weiß ja nicht, wie viele tausend wir überhaupt hier brauchen. Hey, lass mich mal hier kurz abschließen. Hey, ja. Du bist es. Sieh mal, Gameplayerin. Tische, Stühle, Essen. Wir haben ein Restaurant eröffnet. Ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe. Aber es ist immer noch etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Kunden zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Der sitzt doch schon da vorne. Okay. Der möchte Zwiebelbällchen haben. Also ich könnte Zwiebel... Moment, das muss ich mal eben ausprobieren. Ich könnte Zwiebelbällchen machen. Aber ich habe nicht die entsprechenden Zutaten. Wieso habe ich jetzt... Hä? Ach so, dann nimmt der das jetzt aus meinem Vorrat raus. Das kann natürlich auch sein. Muss ich jetzt mit dir sprechen? Hey, du! Hi, Gameplayerin. Wie geht es dir heute? Mir geht's super. Das
Das ist fantastisch. Sag mal, ich wollte gerade etwas kochen. Willst du mir helfen? Sicher. Ich helfe dir beim Kochen. Ich dachte nur eigentlich, man geht ins Restaurant, damit man bekocht wird. Okidoki. Zuerst müssen wir die Zutaten sammeln. Wir brauchen frischen Basilikum und Oregano. Sie wachsen überall auf dem Hauptplatz und auf der Wiese. Wenn du welche besorgst, hole ich die Töpfe und Pfannen. Als späten Imbiss heute Nacht dachte ich an Roquefort und Feigen. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Das wollte ich ja gar nicht. Ich dachte, dass wir ihm damit noch helfen können. So, Moment. Also seine Aufgabe ist erstmal gesperrt. Ich muss die Freundschaft aufwerten. Ja gut, ich denke mal, das kann ich jetzt so von Tag zu Tag nur machen, indem ich mit ihm rede, indem ich ihm Sachen gebe. Also ein Level könnten wir, denke ich mal, noch relativ schnell erreichen. Das ist aber dann, glaube ich, auf Level 3. Oder haben wir jetzt gerade schon 3 gehabt? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Dann muss ich erstmal bei Merlin weitermachen. Der ist übrigens auch mein Ziel. Biom freischalten, schillerner Strand. Ich denke, dass es am besten wäre, wenn wir uns darauf konzentrieren, weil ich ja mal gehört habe, dass Kürbis wohl das Beste sein soll. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man den Kürbis am Strand finden kann. Das ist das Problem. Aber ich denke mal, dass wenn wir bei ihm weitermachen, dass wir auch immer mehr Rezepte kriegen und natürlich mit der Zeit auch immer mehr Sachen, die wir dann benutzen können auch. Hoffe ich zumindest. Ja, und dann die Aufgabe mit Merlin. Dafür müssen wir erstmal Merlin auf Level 2 machen. Da können wir ja theoretisch noch mit ihm quatschen, denke ich mal. Die Sachen haben wir schon da, sehe ich gerade. Ach, das können wir ja mal eben machen. Hallöchen! Oh, Junge, stell dir vor, was wir mit all den großartigen Zutaten kochen können. Wow. Lass uns etwas kochen, das jeder liebt. Eine Herausforderung. Gefällt mir. Auch wenn ich mir etwas Sorgen mache, dass man aus Versehen alle krank machen könnte. Yippie! Los, lass uns kochen. Meinetwegen. So, T-aktive Aufgabe. Koche ein Gericht mit Basilikum oder Oregano. Also denen ist es egal, was ich damit koche. Okay. Mit Basilikum oder Oregano. Da könnte ich doch theoretisch... Nee, Eier, Milch und so weiter habe ich nicht. Tomaten habe ich aber auch noch nicht. Konnte ich nicht nur... Ja doch, ich kann Gemüse reinmachen und... hier. Gemüse reinmachen und hier. Also, einmal eine Karotte rein und davon haben wir mehr. Einmal, was haben wir denn hier? Oregano rein und einmal kochen. Köstliches Gemüse. Sehr schön. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, gegrillte Gemüseplatte wollte er übrigens haben. Deswegen gegrillte Gemüseplatte. Wir fangen mal ganz unten an. Ach, eine Vorspeise hätten wir auch theoretisch machen können. Gegrillte Gemüseplatte. Kennen wir dazu das Rezept? Gegrillter Fisch, ja. Aber gegrillte Gemüseplatte sieht schlecht aus. Na gut, dann können wir das leider noch nicht machen. Rieche ich da etwa Rosen? Du riechst immer und überall Rosenmarin, habe ich so das Gefühl. Oder wolltest du jetzt Rosenkohl sagen? Hallo, Kumpel! Riecht das gut. Jeder wird einen Teller haben wollen. Wenn du so weiterkochst, wirst du dir in kürzester Zeit alle deine Nachbarn zu Freunden machen. Wow! Es gibt nichts Besseres als ein gemeinsames Essen, damit sich eine Nachbarschaft wie eine Familie anfühlt. Haha! Okay. Aber ich dachte, ich soll ihm das jetzt geben. Das habe ich jetzt immer noch hier drin. Als späten Imbiss heute... Na, wie geht's? Schön, dich zu sehen, Kumpel. Ich habe etwas für dich. Nein, ich habe nichts für dich. Moment, das ist ein normaler Granat. Den habe ich doch tatsächlich. Den könnte ich dir geben. Moment. Was kannst du mir über dich erzählen? Oh. Weißt du, die Familie Goof hat eine lange und bedeutende Geschichte. Toll. Darauf kannst du wetten. Wenn du willst, kann ich dir von meinem Onkel M, Angelo Goof, meinem Cousin Wernher von Goof oder meiner Tante
Angelogufelia erzählen. Bitte was? M. Angeloguf? Onkel M. Angeloguf ist ein Künstler. Er steht auf postkubischen Expressionismus und La-De-Da-Deismus. Ich verstehe seine Bilder nicht immer, aber sie sind wirklich interessant anzusehen. Wuhu! Sehr geil. Ja, cool. Cool. Welche Rolle? Da würde ich jetzt wirklich sagen, dass wir ihn zum Angeln, weil er steht halt immer da drin, ne? Er steht immer direkt da in der Nähe. Deswegen nehme ich ihn jetzt mal zum Angeln. Und ich denke mal, wenn wir einen extra Fisch vielleicht fangen könnten, wäre das auch nicht so schlecht. Wir haben auch direkt ein Level abgemacht und haben so ein komisch aussehendes Bett bekommen. Sehr schön. Hier muss ich jetzt Escape drücken, ne? Schön, dich zu sehen. Können wir noch kurz mit dir reden oder irgendwas? Lass uns abhängen. Ich hab was für dich, kann ich noch nicht nehmen. Bis bald. Dann müssen wir ganz schnell diesen Granat holen. Und... Aber da ist nichts, was Dagobert jetzt... Oh! Das Haus erweitern. Ach, über den... Ah, verstehe. Über den Aufzug selber muss man das dann erweitern. So, das teilen wir mal eben auf. Den nehmen wir mit. Ich will jetzt die Folge nicht so lange machen. Das ist jetzt eher mein Problem. Ich würde aber gerne mit Dagobert in der nächsten Folge weitermachen. Dagobert... Nee, Moment. Er war im Restaurant. Ach, hier müssen wir auch noch erweitern. Ja. Das Problem ist, man kann sich ja nicht so richtig in eine Richtung halten. Man ist ja irgendwie automatisch in alle Richtungen geht man direkt. Ich habe etwas für dich. Und zwar einen Granat. Bitteschön. Haha, das gefällt mir. Yes. Angeln Level 3. Der Begleiter kann mehr Fische fangen, wenn du fischst. Hatten wir doch schon, oder? Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Aber gut. Ich meine, gut, wir haben es immerhin freigeschaltet. Das ist schon mal super. Ja, er hatte ja sonst, glaube ich, jetzt nichts mehr. Und ich muss jetzt was investieren und damit ja eigentlich... Ach so, wir könnten hier mal kurz gucken. Bevor wir jetzt die Folge beenden. Wenn du Jeremie ein wenig verbesserst, kann unser kleiner Koch mehr Bestellungen annehmen und das bedeutet zufriedenere Kunden. Auch für 10.000 wollt ihr mich denn veräppeln? Kostet das alles 10.000? Oh je. Verflixt und zugenäht, ja. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, auf Wiedersehen. Ich bleibe nicht stehen, um an Rosen zu riechen, wenn es Geld in der Nähe gibt. Oder was hat er jetzt gerade gesagt? Tschüss, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Okay, es ist ein bisschen blöd, weil das nämlich jetzt gerade hier so hell ist. So rum. Ja, wir gehen jetzt wieder auf eine immens hohe Zeit zu. Deswegen, ich sage ja, ich kann eigentlich nicht aufhören. Ich würde am liebsten nochmal einen komplett neuen Stand machen und das dann alles mit euch mal streamen. Weil da kann man länger irgendwie alles zusammen machen. Ich weiß auch nicht. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal die Folge beenden, weil es so lange geworden ist. Wir haben uns aber hauptsächlich, sag ich mal, mit Remi aufgehalten. Also es passte schon. Es ist halt das eine oder das andere. Das kommt dann plötzlich immer hinzu. Das finde ich ein bisschen, ich meine, schön, wenn man nur das Spiel spielt. Aber ein bisschen blöd, wenn man es irgendwo nach der Reihenfolge eigentlich let's playen möchte. Jetzt haben wir wieder eine Dagobert-Quest aus Versehen mittendrin angenommen. Jetzt sind wir mit Goofy irgendwie noch parallel dran. Es ist alles ein bisschen chaotisch gerade. Aber egal. Nicht Goofy. Dagobert sehen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Da werden wir dann unser Haus hoffentlich verbessern können. Ich bin mir ja nicht so sicher bei diesen immens hohen Preisen, die er hier an den Tag legt. Ne? Ich meine, ja... Wenn alles so geklappt hat, wie ich möchte und hoffe, dann werden wir auch nochmal das Feld geerntet haben. Also ich jetzt, während ich offline bin und habe ja dann auch nochmal ein bisschen eingesammelt, bis ich dann wieder die Aufnahme starte. Und ja, dann mal schauen, wie viel Geld wir dann zur Verfügung haben. Und vielleicht können wir ja auch die nächste Erweiterung dann freilegen. Diesen Strand sollten wir freilegen. Der war, glaube ich, unten, wenn man jetzt hier komplett die Karte runterläuft nach unten. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch alles so zusammen hin. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und
freue mich total auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Ciao.